Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, 2015, das war für uns in Mecklenburg-Vorpommern ein besonderes Jahr. Wir haben das 25-jährige Bestehen unseres Bundeslandes gefeiert und wir haben dabei eine insgesamt positive Bilanz der Entwicklung unseres Landes ziehen können. Bei allen Schwierigkeiten, die es immer noch gibt, können wir sagen, unser Land ist in den letzten 25 Jahren wirklich gut vorangekommen. Wir haben uns gut entwickelt. Darauf können wir in Mecklenburg-Vorpommern stolz sein, meine Damen und Herren. Diese positive Entwicklung ist vor allem eine Leistung der Menschen in unserem Land. Sie haben sich 1990 auf die neuen Zeiten umgestellt. Sie haben angepackt, Neues aufgebaut. Sie haben sich durch Schwierigkeiten nicht von ihrem Weg abbringen lassen. Das war eine großartige Leistung, die Anerkennung verdient. Wir verdanken diese positive Entwicklung aber auch der Unterstützung und der Solidarität des Bundes und der finanzstarken westdeutschen Länder. Es ist eine große nationale Kraftanstrengung vollbracht worden, für die wir in Mecklenburg-Vorpommern sehr dankbar sind. Wir alle wissen, dass diese besondere Förderung der ostdeutschen Länder Ende 2019 ausläuft. Und das ist auch richtig so, 30 Jahre nach der deutschen Einheit müssen die Sonderregelungen Ost und West endlich der Vergangenheit angehören. Darauf stellen wir uns seit vielen Jahren ein. Zeitgleich läuft aber auch der heutige Länderfinanzausgleich aus, der schon seit 1950 für einen Ausgleich unter den westdeutschen Ländern sorgte und an dem aber jetzt natürlich auch die ostdeutschen Länder teilnehmen. Wir brauchen also ein neues Ausgleichssystem für die Zeit nach 2020. Natürlich muss auch in Zukunft muss es einen fairen Ausgleich geben zwischen den finanzstarken und den finanzschwachen Bundesländern. Und zwar mit einem ganz klaren Ziel, das vom Grundgesetz vorgegeben ist, die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland. Darum geht es bei dem Länderfinanzausgleich. Über dieses neue Ausgleichssystem zwischen Bund und Ländern hat es in den letzten zwei Jahren schwierige Verhandlungen gegeben. Ich habe darüber hier schon verschiedentlich berichtet, zuletzt bei der Einbringung des Haushaltes im September. Die Verhandlungen sind natürlich deshalb so schwierig, weil die Interessen der verschiedenen Länder in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Die finanzstarken westdeutschen Länder, den Gebern sozusagen im Länderfinanzausgleich, denen ging es vor allem darum, künftig weniger einzuzahlen. Sie sind deswegen sogar vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Dann gibt es Bremen und Saarland, die sogenannten Notlageländer, die befinden sich in einer strukturell bedingten, besonders schwierigen Haushaltslage. Berlin hat die Lasten einer Bundeshauptstadt zu tragen. Für uns ostdeutsche Länder war entscheidend, dass beim neuen Finanzausgleichssystem berücksichtigt wird, dass die ostdeutschen Länder in den letzten 25 Jahren zwar deutlich vorangekommen sind, aber eben immer noch erheblichen Rückstand aufweisen bei der Wirtschafts- und Finanzkraft. Das Steueraufkommen erreicht im Osten gerade mal die Hälfte des Westens. Das Bruttoinlandsprodukt liegt pro Kopf bei 66%, der Bruttoarbeitslohn bei 71% des Westniveaus. Dieser Rückstand, das war unsere Forderung, der muss beim neuen Finanzausgleichssystem angemessen berücksichtigt werden. Das waren für die ostdeutschen Länder keine einfachen Verhandlungen. Denn inzwischen gibt es bei einigen, vielleicht sogar bei allen westdeutschen Ländern, die Stimmung, die man am besten mit dem Satz zusammenfasst, jetzt ist endlich mal der Westen dran. Wir erleben das momentan in vielen schwierigen Verhandlungen, unter anderem bei den Regionalisierungsmitteln. Man muss schon sagen, da weht ein rauer Wind gen Osten. Am Ende ist es den ostdeutschen Ländern, bei den Bund-Länder-Finanzbeziehungen aber, mit vereinten Kräften gelungen, alle Vorschläge abzuwehren, die zu einer massiven Benachteiligung des Ostens geführt hätten. Ich freue mich, dass wir jetzt einen Kompromiss gefunden haben, dem alle Länder, Ost und West, zustimmen. Ich finde, das beweist am Ende die Handlungsfähigkeit des Föderalismus. Das beweist die Bereitschaft der Länder, auch in schwierigsten Fragen zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Was wir da vorschlagen, was die Regierungschefs der Länder am 3. Dezember dem Bund vorgelegt haben, das ist ein wirklicher Meilenstein. Das alte, sehr komplizierte System des Finanzausgleichs soll abgeschafft werden. An seine Stelle tritt ein Mechanismus, der im Wesentlichen nur zwei Stufen hat. In einer ersten Stufe wird ein erhöhter Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt, mit Zu- und Abschlägen entsprechend der Finanzkraft. Und dann gibt es in der zweiten Stufe Sonderbedarfszuweisungen,
die die regionalen Unterschiede unter den Ländern austarieren sollen, wo also diejenigen mit hoher Arbeitslosigkeit Gelder kriegen sollen. Für uns ist von ganz großer Bedeutung die kommunale Finanzkraft, also das, was die Kommunen von sich aus an Finanzkraft haben, was bei uns besonders niedrig ist. Und zwar ist es deshalb besonders niedrig, weil die großen Unternehmen alle in Westdeutschland sitzen. Und was hier an Unternehmen ist, ganz häufig eben nicht der Mutterkonzern ist und hier die Steuern nicht hinfließen. Und deshalb haben wir eben nur die halbe Finanzkraft in den Kommunen. Und das wird jetzt stärker berücksichtigt und zwar verfassungsrechtlich abgesichert. Im Ergebnis jetzt steht kein Land finanziell schlechter da als bisher. Geberländer und Nehmerländer profitieren. Der Finanzausgleich wird transparenter und einfacher. Das ist eine wichtige Einigung. Man muss sagen, viele haben schon nicht mehr damit gerechnet. Für uns bedeutet das, Mecklenburg-Vorpommern bekommt ab 2020 nach heutiger Berechnung rund 358 Millionen Euro mehr als aus dem bisherigen System des Länderfinanzausgleichs. Pro Einwohner ist das die höchste Ausgleichssumme, die einem Land zufließt. Und deshalb ist Mecklenburg-Vorpommern von manchen als der Gewinner dieses Kompromisses bezeichnet worden. Ganz so positiv würde ich das nicht sehen. Denn wenn es um die Finanzausstattung ab 2020 geht, dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, was wir um diese Zeit dann an Rückgang an Solidarpaktmitteln zu verkraften haben und dass ja auch die Entflechtungsmittel auslaufen. Der Aufholprozess des Ostens, der wird aber 2020 noch lange nicht abgeschlossen sein. Das ist mehr als klar, wenn wir uns die Daten anschauen, die ich eben genannt habe, Steueraufkommen, Bruttoinlandsprodukt, Bruttoarbeitslohn. Aber insgesamt kann man sicherlich sagen, ein guter, ein annehmbarer Kompromiss für den Osten. Zwischendrin, in diesem lang dauernden Verhandlungsprozess, sah das mal völlig anders aus. Da lag ein Vorschlag auf dem Tisch, zu dem alle anderen Länder gesagt haben, das ist es jetzt, damit müssen sich die Ostländer abfinden. Es reicht jetzt mit der andauernden besonderen Unterstützung des Ostens, seid endlich zufrieden. Das war aber ein Vorschlag, der für uns unannehmbar war. Wir hätten nicht einmal die letzte Kürzungsstufe des auslaufenden Solidarpakts ausgleichen können. Das wäre das Ende des Aufholprozesses im Osten gewesen. Das haben wir abwenden können. Wir haben für Mecklenburg-Vorpommern das Ergebnis fast verdoppelt. Und ich meine, unter den extrem schwierigen Bedingungen, bei dem starken Gegenwind, den wir als Ostländer hatten, ist das ein wirklich gutes Verhandlungsergebnis, ein guter Kompromiss für unser Land. Übrigens ist das ein Verhandlungserfolg, den wir nur deshalb erreicht haben, weil alle Ostländer sehr eng zusammengestanden haben, weil wir über die Parteigrenzen hinweg gemeinsam gegen die Benachteiligung des Ostens gekämpft haben, manchmal auch mit harten Bandagen, wenn das nötig war. Dafür noch einmal herzlichen Dank an meine Kollegen aus den anderen ostdeutschen Ländern. Ich möchte mich aber auch sehr herzlich hier für die Unterstützung aus dem Landtag bedanken. Nicht nur bei den Regierungsfraktionen, auch bei der Linksfraktion. Es ist wirklich gut, dass wir im Osten in dieser Frage parteiübergreifend zusammengearbeitet haben. Meine Damen und Herren, der jetzt vorliegende Kompromissvorschlag gibt uns in Mecklenburg-Vorpommern also genügend Luft für eine Zukunft aus eigener Kraft auch nach 2019. Voraussetzung dafür ist aber, dass wir die solide Finanzpolitik der letzten Jahre konsequent fortsetzen und dass wir auch künftig in die Bereiche investieren, die für die Zukunft unseres Landes besonders wichtig sind: Wirtschaft und Arbeit, Familien und Kinder, gute Schulen. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe sehr darauf, dass es dieses Jahr aufgrund der guten Konjunktur noch einmal einen guten Haushaltsabschluss gibt, der uns ermöglicht, für die bis 2020 im System des Solidarpakts eintretenden Finanzlücken weiter Vorsorge zu treffen. Das wird dringend notwendig sein. Denn wir müssen in den Jahren 2018 und 2019 eine Delle bei den Einnahmen ausgleichen. Erst hinterher geht es wieder hoch. Und die wird nicht anders zu decken sein als aus einer vernünftigen Rücklage. Meine Damen und Herren, mit dem Vorschlag vom 3. Dezember liegt jetzt ein vernünftiger Vorschlag auf dem Tisch, um die Bund-Länder-Finanzbeziehung dauerhaft neu zu ordnen. Ein Kompromiss, der vor allem eines erreicht hat, etwas, das zuletzt unmöglich schien, an das viele nicht mehr geglaubt haben, ein Ausgleich der sehr unterschiedlichen Länderinteressen. Damit sind wir einen ganz wichtigen Schritt vorangekommen, aber wir sind
noch nicht am Ziel. Denn die Bundesregierung muss das auch wollen. Die muss dem jetzt zustimmen. Sie hat eine Prüfung zugesagt. Das ist verständlich. Auch, dass sie noch prüfen muss, ist verständlich. Denn wir haben ein bisschen mehr Geld unter den Ländern verteilt, als uns der Bund vorher zugesagt hatte. Also da wird sich der Bund noch ein bisschen bewegen müssen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende zu einer gemeinsamen Lösung finden. Lassen Sie uns deshalb auch hier im Landtag bei diesem Thema, das von so großer Bedeutung ist für die Menschen bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, über die Parteigrenzen hinweg für diesen Kompromiss werben. Vielen Dank.